weiter geht's mit Tiefers wieder anbauen. Hilfe! Die Tankstelle haben wir schon mal gesichert. Also viele Kopf unterwegs. Wir wollen es in dieser Folge heute mal. Ist das die Zielperson? Nein! Nein, 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 ist es nicht. Wir wollen uns heute mal noch einen Dings angucken. Es gibt ein Rennen, wo ein Auto zu gewinnen ist, und zwar ein Mazda X7 Spirit. Klar, wir haben ein Preisgeld von 20.000. 16.000, was war Preisgeld? Ja, Startgeld natürlich. So, gucken wir mal, was wir da so haben. Rivalen. Chilton, der Ray, das sind durch alles dieselben. Geld wie Heu. Nee, eigentlich war das Ding hier, der Skyline Sprint. Boah, hallo. Da komme ich never, da brauche ich gar nicht probieren. Die Nummer brauche ich gar nicht zu probieren. Es ist ein Event, wo 268 die Start. Links ist das sind über 40 Steilste. Nee, probieren wir es gar nicht erst aus. Geld wie Heu. Könnte man probieren. Auch da es fehlen halt leider momentan die Klasse. Hier haben wir noch was Teil. Oh, nee, nee, das probieren wir. Brauchen wir gar nicht erst probieren. Das ist, tut mir leid. Das war eigentlich anders geplant alles. Oder 270 brauchen wir es gar nicht erst probieren. Haben wir doch immer ein Event, was gerade so ein bisschen in der Nähe ist. Started out. Ja, das haben wir doch schon gefahren. Oh Mann, ich will ein anderes Event haben. Wir sind da oben. Was haben wir hier? Tritt aufs Gas. Das ist das Speedrennen, ne? Ist das das Ding? Nee. Speedrennen. Ja, das ist halt das Problem. Das ist bei den A-Plus-Autos sind das halt. Wir können ja den Millionaire Drive fahren. Wir haben ein A-Auto, haben wir auch rein theoretisch. Fahndungsstufe fixiert. Ich guck gerade, was wir so haben an Auto, an guten Events. Ja, hier könnte man was fahren. Rein theoretisch, sagen wir hier. Konkurrenzkampf. Auch hier haben wir auch nur B. Ja, ich habe halt A, also habe ich A oder A plus, die B brauchen wir, ne? Was war das hier? A. Ja, da können wir theoretisch mithalten. Dann probieren wir das, den Millionaire Drive. Dann weiß ich aber ungefähr, was ich brauche für mein Auto. Der wird uns jetzt eh nicht hinterher kommen. So, fahren wir mal zu dem Ding jetzt eben hin. Thank you.
Ich sage ja, es ist momentan extrem viel, was Cops gerade betrifft, unterwegs. Da steht der nächste wieder. Ach, geh mir um die Sinke. Ich fahr mal hier aus. Rum. Hat sich ja sowas von gelohnt. So, dann fahre ich hier runter. Der Millionen Drive werden wir heute uns angehen. So, Event. Den hier. Und wir können wieder mit dem Eclipse fahren. Dann starten wir da mal durch. Der Eclipse wird unser A-Auto werden. Wie gesagt, wir müssen das A-Plus-Auto sowieso aufbauen. Und dann doch die 50.000 kriegen. Also wir brauchen Kohle ohne Ende gerade mit der Karre. Und deswegen müssen wir gerade ein bisschen hoher preisklassige Rennen fahren. Geh mal weg, Justicia. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Geh mal weg. So, erstmal da ein bisschen. Die Olle ist so die einzige, die so ein bisschen mit uns mithalten kann. Wenn wir durchkommen, wenn wir fehlerfrei durchkommen. Aber wenn wir dann. Ich will dich überholen. Jetzt haben wir doch nicht wieder Kopf an der Wacke. Zentrale verfolgt Zielperson. Du siehst ja schon wieder. Du siehst ja schon wieder ich krieg das mit diesem englischen Namen. Ich habe jetzt mal den englischen Namen, also gerade bei ihr jetzt nicht unbedingt immer hin. Das hier nennt sich jetzt Justitia. Oder Hanna. Keine Ahnung. Die heißt, glaube ich, Justitia oder so ähnlich. Es ist schwierig auszusprechen manchmal mit dem Englischen. Ich will natürlich die Kohle haben, die Obi ist wieder da hinten dran an uns. Scheiße, scheiße, scheiße! Verfolgen wir den schlechtesten Fahrer der Stadt? Ich weiß, dass ich noch gewinne. Ja, Kopf, verpiss dich! Ich hab's mir gerade selbst verbaut, ey. Mann, ich hab's mir selber verbaut. Mit dem scheiß Fehler, sonst hätte ich das nie gewonnen. Ich hab Obi das Rennen geschenkt. Ich hab dem guten Obi das Rennen gerade geschenkt. Leute, wollt doch, ja, nimm mal. Ich will gar nicht. Ich will nicht gewinnen. Scheiße, Mann. Du hast das Ding sowas von souverän weg und dann so eine Nummer. So, jetzt sind wir zwei Leute. Weil da vorne das Auto, das gehört nämlich zum Gegner. Das ist Schüler Obi. Bin ich besser um die Kurve gekommen als eben.
Scheiße! Aber ich hab gerade Glück gehabt. Ich bin schneller zurückgesetzt worden als er. Und damit habe ich das Ding. Es war keine Absicht. Ich habe den jetzt nicht bewusst weggedrängt. Ich wollte ihn ein bisschen rausdrücken, ja, aber nicht von der Strecke dringen. Zentrale, Frank ist jetzt vor Ort und hinter dem Ziel her. Ich werde dich noch überholen. Ich hoffe nicht. So, jetzt haben wir es dann am Ende doch relativ deutlich gewonnen. Mit 200 und paar zerquetschte 40 Meter oder so knapp Vorsprung. Hauptsache, wir haben es gewonnen. Jetzt ist es am Ende wurscht. Wie? Wir nehmen wieder die Kohle aufeinander. Wieder. Oh, wir sind schon fast plus 4. Und wir haben eine Verfolgungsjagd. Tschüss. Ziel hat den Freeway erreicht. Alle Einheiten. Das Objekt flieht Richtung Douglas Park. Wir haben ganz rechter Kragen. Das Objekt bei Douglas Park entwischt. Sucht weiter die Zielperson. So, ich muss mal kurz zu der. Der Vorteil ist, dass wir nicht zu. Kein Ding setzen müssen. Kein Wegpunkt setzen müssen zu dem Versteck. Wir haben es einfach nur durch Zufall gerade hinbekommen. Damit 30.000 auf der Hand. Wir brauchen jetzt aber schon 170.000 oder so fürs Auto gebraucht. So, Wagen. Leistung. Nein, Wagen. Meine Wagen. Ich muss den Acura mal wechseln. Auf den Acura wechseln. So, Leistung. Ja, wie gesagt, 268 brauchen wir. Ah, fast. Ich gucke gerade nur, ob wir schon irgendwas nehmen können, was jetzt in unserem Auto ein bisschen Platz findet. $237 für ein neues Straßenfahrwerk. 17. Das habe ich jetzt aktuell drin. Grundlegender Selbstansaugender. Ja, 242, 245, 255. Warte mal, hier ist noch was. 242. 243. Den würde ich hier wahrscheinlich einbauen. 26.000 kostet der Schraubenkompressor. Ich gucke gerade, was habe ich gesagt? Schraubenkompressor heißt der, ne? Der würde der nämlich was mehr haben. Dann würde der ein bisschen an der Höchstgeschwindigkeit einbüßen, aber mehr an Anzug. Kostet mich 26.000. Plus die 17 hier, sind wir bei 43.000. Ja,
63 würde der kosten, dann hätte ich zumindest hier alles erstmal zu. Plus halt, dass die zwei Chassis-Teile und der Antrieb, ja, das ist halt das Problem. Aber wir sind schon bei 233, das ist schon mal wichtig erstmal. So. So, Leistung. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Auto. Ja, das Problem, wir müssen zurück zur Garage, zurück zu Freitag auf jeden Fall. Ja. Weißt du was, Kiddo? Wir haben in dieser Woche echt gut Profit gemacht. Je mehr die Bürgermeisterin über die Rennen spricht, desto heißer werden die Leute darauf. Und gleichzeitig wird die Werkstatt immer bekannter. Hab die ganze Woche neue Kunden an der Strippe gehabt. Und überhaupt, hörst du das? Ich auch nicht. Keine Tests. Vielleicht schaffe ich heute ja sogar mal was. Also hier könnten wir das Geld reinhauen und hier müssen wir aber driften. Ohne Ende. Ja, wir können es gucken. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Wir werden sowieso erst in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. So ist es, ne? Nächste Folge? Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschauen würdet, hier bei Let's Play Need for Speed Unbound.